Guys, willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ich zeige euch, ja, wieder mal Lampen aus dem Steam Workshop. Sind mal wieder neue da. Die schauen wir uns heute an. Und wie die aussehen und wie die leuchten, wie die funkeln, das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir gucken mal hier ins Zubehör, nämlich rein. Da habt ihr hier nämlich die Möglichkeiten jetzt hier. Da sind sie 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir diese orange LEDs. Dann haben wir die weißen LEDs. Dann haben wir hier die Paint White. Das ist im Prinzip das Identische mit dem hier. Und dann orange den hier. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Das mache ich jetzt mal ganz rechts. Nämlich das ist die Strands Alaska Multicolor. Das sieht ja mal sehr, sehr, sehr spaßig aus. Ich möchte mir die hier unten übrigens auch mal hinbauen, weil ich finde die irgendwie sehr lustig, was das genau sein soll. Weiß ich noch nicht. Aber wir gucken es uns gleich mal an. Sieht irgendwie aus so, weiß ich auch nicht. Ich keine Ahnung. Ich kann es auch nicht definieren. Wir schauen es uns jetzt einfach im Lichttest mal an. So, da sind wir jetzt. Jetzt schauen wir doch mal, wie die überhaupt aussehen. Wir gucken uns erstmal die Multicolor-Lampen an. Diese Alaska-Lampe, das sieht aus, ey, holla die Waldfee. So rot und grün und blau, dann alle Farben mit dabei. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie die jetzt richtig aussehen, wie die funkeln dann, wenn sie das nicht dann machen. Hier sieht man auch das Logo, Strands, Alaska-Lampen sind das, so sind die hier genannt. Schauen wir einfach mal, machen wir einen Lichttest und dann gucken wir doch einfach mal, was Phase ist, meine Damen und Herren. Also wir schalten jetzt mal oben auf 23 Uhr Lichttest. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich aber gespannt, wie viel sie gucken. So, wir machen mal Standlicht an. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wie schon die weißen oder orangen mit diesen ja, weißen oder orangen Streifen hier in der Mitte und dann die Lampen dazu. Sieht ganz cool aus, gefällt mir. Und dann Abblendlicht sieht dann so aus. Tatsächlich, das ist wirklich so ein Multicolor. Der leuchtet dann auch so, ne? Das ist aber dann nur die Lampen. Die anderen, die weißen, orangen, die leuchten halt gar nicht in dem Fall. Die leuchten halt so nicht auf. Beim Fernlicht sieht es erstmal so aus. Ganz spannend. Sieht auf alle Fälle ganz lustig aus hier, ne? Ja, es ist irgendwie sehr, sehr spooky irgendwie, ne? Das weiße Rot sieht ganz cool aus, aber das Multicolor, ich weiß nicht für was und für wen. Und warum, vor allen Dingen, warum? Warum macht man sowas? Ich teste jetzt hier mal ganz kurz, indem dass ich mich jetzt hier mal kurz reinstelle im Hinterhof. Pass mal, bin gerade umdrehen. Denn, ich will ja mal kurz testen, wie wirkt das auf eine Wand. Aber anscheinend wirkt das gar nicht auf die Wand. Weil, wenn ich jetzt hier mal das Fernlicht anmache, hast du jetzt hier kein Farbmuster oder so. Also es wird nicht dargestellt irgendwie in bunt oder so, ne? Wenn ich hier mal das Fernlicht anmache. Ne? Das nicht. Da sieht man es eigentlich am Boden. Da sieht man zwar, das Orange wird ausgeleuchtet hier. Das sieht man in der Mitte ganz schön. Aber das war es aber dann auch schon. Dieses Multicolor siehst du praktisch nicht. Ist natürlich alles Geschmackssache, das Ganze hier. Aber ihr dürft zu Hause entscheiden, ob das was ist oder nicht. Die weißen Orangen, da bin ich dabei, bei dem anderen bin ich jetzt eh nicht so dabei. Da bin ich mal gespannt, was in die Kommentare raushaut oder reinhaut, je nachdem, wie man es nimmt. Dürft ihr mal gerne kommentieren. Ansonsten am Tag sieht man es auch eigentlich ganz gut. Ansonsten wisst ihr erstmal Bescheid. Ne? Mod ist aus dem Steam Workshop, STS Convoy ready. Ne? In diesem Sinn, viel Spaß damit. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke drücken, wisst ihr Bescheid. Ne? In diesem Sinn, schönes Wochenende noch, macht's gut, bis bald und tschüss.